geht uns erstmal grundsätzlich darum, dass wir die Energiewende nicht als ein rein technisches Problem auffassen, sondern primär auch als gestalterische Herausforderung begreifen. Wir wollen mit unseren Solarfassaden die Photovoltaik in die dichten urbanen Räume bringen. Dort haben wir wenig Dachfläche, dafür mehr Fassadenfläche, denn die Gebäude sind höher. Dann produzieren wir den Strom dort, wo viele Menschen auch wohnen. Wir als Fassadenbauer, wir machen ja normalerweise alle Carbonfassaden, waren schon immer konfrontiert mit der Frage, wie man den Photovoltaik in eine Fassade integrieren kann. Und da war eben dieser Ansatz der Solar Shell Anlass für uns zu sagen, das ist genau das richtige Produkt und das wollen wir in unserem eigenen Gebäude probieren. Alucobond ist ein Verbundwerkstoff, wo ich auf der Rückseite im Prinzip fräsen kann und später dann das Material falten kann. Also diese Falttechnik, das ist was ganz Besonderes, wo ich dann im Prinzip eine dreidimensionale Geometrie erreichen kann. Das Besondere hierbei war natürlich, dass wir jetzt Freeform und Dreidimensionalität, also Parametrik, nutzen und gleichzeitig dann auch die bestmögliche Energiegewinnung sozusagen zu erreichen. Wir versuchen also immer, die Solarmodule, die wir verwenden, möglichst optimal zur Sonne auszurichten. Eine Südfassade mit hohem Solarangebot sieht anders aus als eine Westfassade, wo die Sonne in einem anderen Winkel draufsteht. Also wird sich die Architektur nach unserer Lesart solar wandeln, der Anforderung dieser Energiewende folgend. Architektonisch sehr, sehr gelungen und das ist eben natürlich auch ein Beitrag zum Umweltschutz und zur Stromproduktion parallel zu der schönen Architektur liefert. Das macht mich natürlich besonders stolz. Wir wollen die Welt von morgen beschreiben, positiv beschreiben. Wir wollen sagen, schau mal, mit der neuen Technologie, da können wir jetzt auch dem Gebäude eine ganz andere Haltung verleihen. Wo ein industrielles Produkt auch einen architektonischen Reiz und einen Mehrwert erfahren kann, damit man Freude hat, das zu gestalten und anzuwenden und Freude hat an seiner gebauten Umwelt als Ausdruck unserer Zeit.